Meine Kraft? In Ordnung. Vor 7 Jahren rückte meine Einheit aus, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Conduits. Menschen mit Kräften, die niemand verstand. Sie hatten die Macht zu töten. Und die Macht, auch einige von uns in Conduits zu verwandeln. Ich traf eine Überlebende. Sie folgte mir, als ich mich wieder zu meinem Bataillon durchschlagen wollte. Gemeinsam liefen wir durch eine gesetzlose Stadt, die unseren Tod wollte, weil wir jetzt nicht mehr wie sie waren. Jeden Tag schlossen sich Leute dem Lynchmob an, aus Angst, dass sich Conduits unter ihnen verstecken könnten. Wir hatten niemandem etwas getan, aber sie sahen uns trotzdem als Monster. Als die militärische Ordnung wiederhergestellt war, sahen sie in uns die Bedrohung. Ich war ein Conduit und eine Soldatin, aber konnte nicht beides sein. Also entschied ich mich anders. Es war der einzige Ausweg. Indem ich einen Conduit lebend gefangen nahm, gewann ich das Vertrauen der Regierung. Und das war nur der Anfang. Sie finanzierten die Gründung des DUP und dachten, wir wären nur Freaks, die andere Freaks jagen. Aber so war es nicht. Ich wollte sie doch retten. So viele Conduits wie möglich. Wenn meine Art leben würde, dann hinter den Mauern von Curden Cay. Oh. 7 Jahre habe ich sie beschützt. Ich. Das wird mir niemand wegnehmen. Nicht die Regierung. Nicht die Armee. Nicht du. In 7 Jahren hast du sie alle nur weggesperrt. Du hast ihnen ihre Freiheit genommen. Dann sag mir, was würdest du tun? Einfach die Tore öffnen? In Curden Cay Station? Sie alle freilassen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Die Welt hat sich nicht verändert in den letzten 7 Jahren. Drinnen sind die Conduits sicher. Sie sind am Leben. Wenn du sie befreist, sind sie innerhalb einer Woche tot. Also sag mir, wer ist hier der Retter? Und wer das Monster? Das hast du doch gewollt. Du gewinnst. Wir beide haben dieselbe Kraft.